So, klappt das jetzt? Ja, müssen wir gucken. Oh, ne, klappt nicht. So ein iPhone 6 Plus ist schon ganz schön groß. Wenn du jetzt so vor dir halten willst, naja, so könnte ich gehen, mal gucken. Ja, was soll ich sagen? Wie soll ich anfangen? Ich habe 2006, glaube ich mal, ja, 2006 müsste es gewesen sein, also Ende 2006, habe ich angefangen, Videos zu posten oder zu veröffentlichen, aufzunehmen, zu veröffentlichen. Ich glaube, das erste Video war, oder war das schon früher? Weiß ich nicht genau. Ich habe ein paar Mal, also ich habe 2006 eine Abmahnung kassiert, eine teure. Und ich glaube, das war so das erste Video, was ich aufgenommen habe. Und danach fing ich an mit dem Videoblocken. Es ist schön, dass du wieder einen Stock mitnimmst. Der Hund. Ach. Naja, so. Damit war ich, glaube ich, immer noch, ich weiß nicht genau, aber mit einer Handvoll anderen, einer der ersten, die in Deutschland einen ständigen Video-Output hat in Form von einem Videoblog. Da gab es noch den Thomas Wannhoff und den Simon von, oh Gott, wie hieß es damals? Scheiße, mir ist der Name entfallen. Sorry, Simon. Und den Eifranz, den Alexander von Eifranz TV. Und das war es eigentlich schon, glaube ich. Also zumindest sind es die bei mir auf dem Schirm waren. Die anderen, wenn es noch andere gab, habe ich nicht gesehen. Ja, von dem Simon hört man ja schon eine ganze Weile und lange nichts mehr. Es ist nun mal so irgendwann im Leben, dann werden halt andere Sachen wichtiger. Und ja, der schon damals auch so genug zu tun. Und hat es nicht immer, hat nicht so viel geschafft, sag ich mal. Naja, und der Alexander von Eifranz, der hat irgendwann auch aufgehört, nichts mehr Neues gebracht. Leider, schade, ich habe ihn immer gerne verfolgt. Da gab es sicherlich Gründe, ich glaube, ich weiß auch ein paar, aber ja, da kann und möchte ich mich gar nicht zu äußern. Und ja, der Thomas Wannhoff, der ist ja noch aktiv, also zumindest zum, mit seinem Podcast und so. Und ja, aber halt auch weit aus der Welt, weit aus der Welt nicht, an einem schöneren Ort in der Welt, aber halt nicht mehr in Deutschland. So. Und ja, und ich habe dann irgendwann auch aufgehört. Ich hatte irgendwie, geht es so? Ja. So ein bisschen die Lust verlassen und habe dann nichts mehr produziert. Und ja. So, und dann irgendwann gab es 2006, gab es da YouTube schon? Ich glaube, das kam erst 2007. Ich weiß nicht genau. Es war irgendwie alles noch sehr kompliziert damals. Nicht mehr so einfach wie heute. Und ich habe auf Blip TV mein Video veröffentlicht. Und in meinem Blog gepostet damit. Und weil das dadurch relativ einfach war, ein Feed zu generieren und automatisch von unterwegs zu posten. Also ich habe schon damals meine Videos hauptsächlich mit meinem Handy aufgenommen. Qualitätsmäßig war das natürlich noch unter aller Sau. Und habe die dann aber auch gleich von unterwegs gepostet und veröffentlicht. Und zwar ging es als automatisch. Ich habe das Video zu Blip TV hochgeladen. Und Blip TV hat es dann, war dann so eingerichtet, dass es das Video automatisch auch ins Blog postet und ein Feed generiert. Ich muss mal kurz ein bisschen aufpassen, weil hier vorhin ein Motorsägengeräusch war. Und ich muss hier nicht vom Förster erwischt werden mit dem Hund ohne Leine. Aber dazu später mehr. Ja, wo war ich? Blip TV, genau. Und ich glaube, YouTube kam erst 2007, wenn ich mich nicht irre.
oder früher, weiß ich nicht, aber gut. So, wie gesagt, mit dem Handy aufgenommen und qualitätsmäßig war das halt nicht so. Ich hatte ein Nokia E90 zu der Zeit, das war hier so der Nachfolger vom Communicator zum Aufklappen und komplette Tastatur und so. Ja, und irgendwann habe ich mir dann auch mal so eine kleine Kamera gekauft, die dann schon HD machte. Nee, vorher hatte ich noch eine andere Kamera, eine kleine Handkamera von Sony. Aber zumindest damals, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber war Sony, die hatten zwar gute Qualität von den Bildern und die Technik war völlig okay. Allerdings haben die so ein eigenes Format rausgehauen. Es war kompliziert und eigentlich eine Krücke, wenn man das schneiden wollte. Also, und dann habe ich irgendwann eine Kamera von Canon geholt, das war die HF100. Und habe mit der aufgenommen, die konnte dann halt schon Full HD und... kurz wieder aufpassen. Komm mal her. Hierher. Guter Hund. Die konnte dann halt schon Full HD. Und ja, so habe ich mir Videos aufgenommen. Das, bis ich dann irgendwann halt keine Lust mehr hatte. Ich hatte zwischendurch sogar noch einen zweiten Videoblog angefangen, wo ich gekocht habe. So Küchenvideos halt, ne? Ich glaube, damit war ich auch ganz, ganz vorne mit dabei, bevor dann die ganze Kochsendung im Fernsehen losging. Im Fernsehen war ich deswegen auch mal, also wegen meiner Videoblog-Geschichte und so. Bei Letra TV hatte Nils Bogelberg damals eine Sendung, das war irgendwie so ein Privatsender, ich glaube, war sogar Pay-TV, keine Ahnung. Ja, die haben mich nach Berlin eingeladen, da war ich schon in Wiesbaden und die haben mich nach Berlin eingeladen zu sich und die Zugfahrkarte musste ich selber zahlen erstmal und sollte ich dann wiederbekommen das Geld und im Hotel haben sie mir natürlich gebucht, das hat auch alles geklappt, bis auf die Zugfahrkarte, auf dem Geld bin ich sitzen geblieben, weil der Sender dann irgendwann pleite ging. Ja, es ist wilde Zeiten, sozusagen. Ja, und irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr. Es war halt viel Arbeit, hat viel Zeit gekostet. Und die habe ich nicht mehr immer gehabt. Und so verlief das ein bisschen in den Sand. So, und jetzt gibt es auf YouTube einen Haufen junger Leute, die dann ihre Kanäle haben und da Videos reinposten und das Vlog nennen. Was ein bisschen weit gegriffen ist, glaube ich, ein Videoblog ist es nicht, das ist eher so ein Videokanal, aber es sind, da kann man sich streiten über Begrifflichkeiten, ist auch Quatsch. Und ganz oft denke ich mir, oder sehe dann die Aufrufzahlen von den Videos und die Kommentare und was für ein Hype um die Leute teilweise so ein bisschen entstanden ist. Und gucke mir das immer an und denke, oh, what the fuck. Aber gut, es ist eine andere Zeit und ich bin dann wahrscheinlich auch schon zu alt für sowas, keine Ahnung, um das, oder mein Anspruch ist so zu hoch geworden an Aufnahmequalität und dergleichen, keine Ahnung. Und was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass es mir fehlt, diese Videoblocken und diese Videos ins Netz stellen. Zumal es heute ja wirklich sehr viel einfacher geworden ist und schneller geht. Und ich habe schon damals Video gemacht, weil es mir leichter fiel, in die Kamera reinzuquatschen und zu erzählen, was ich wollte, als dann einen Blogartikel draus zu schreiben. Weil, ja, das hat mich noch mehr Zeit gekostet, als die Videos zu machen. Weil dann muss es natürlich auch gut zu lesen sein und schön aussehen und ich bin halt kein Schriftsteller oder so und ja, gut. Und wie gesagt, habe ich dann jetzt so gemerkt, dass mir das Video machen fehlt und
ja, will jetzt mal gucken, wieder anfangen. Was es wird, keine Ahnung. Qualitätsmäßig wird es auch nicht besser als das, was ich gerade sagte, wo ich mir manchmal so what the fuck denke. Weil ich habe zwar hier so eine Full-HD-Kamera auf einem fetten Videorig, womit ich meine, oder wir von Blivico unsere Videos produzieren für Firmen und so, also Imagefilme und sowas. Aber das Ding liegt zwischen, wo ist der Hund jetzt? Oh, scheiße. Ach, da. Da kommt der kleine Racker. Das Ding wiegt halt zwischen 5 und 10 Kilo, je nachdem, was ich da alles anbaue. Und die kann ich halt schlecht, so wie die Kamera jetzt hier, von meiner Nase halten. So, ansonsten habe ich kameratechnisch noch eine GoPro. Die wäre eigentlich ganz cool, weil da natürlich mehr im Bild ist als das jetzt hier. Aber da ist die Audioqualität, glaube ich, nicht so gut. Wobei man, wie gesagt, damit sicherlich tolle Sachen machen kann. Und ich weiß, dass man tolle Sachen damit machen kann. Aber audioqualitätstechnisch ist es dann halt doch noch schlimm. Und ich will da eigentlich nicht so ein Mikrofon anbasteln. Also erstmal nicht. Obwohl ich da letztens auch eine ziemlich coole Sache gesehen habe. Mal gucken. Da kann man sicherlich was machen. So, und deswegen nehme ich es erstmal hier immer mit meinem Smartphone auf, iPhone 6 Plus. Das hat qualitätsmäßig von der Kamera super. Ey. Ob ich jetzt hier die Face-Kamera nehme oder die Back-Kamera. Back-Kamera natürlich noch ein bisschen besser, aber das ist schon ziemlich geil. Audio-qualitätsmäßig muss ich gucken. Ich habe da jetzt kein Mikrofon extra angeschlossen. Aber das Teil hat, glaube ich, 3 Mikrofone eingebaut. Also von daher sollte das auch erstmal gehen. Und ja, aber ich habe auch noch mein iPhone 5. Ja, 5. Mit dem ich sicherlich auch ab und zu mal diese Videos dann aufnehmen werde. Weil ich das 6 Plus nicht immer überall mit hinnehmen kann, schon wegen der Größe. Und ja, wenn ich zum Beispiel, mein Vater fragte letztens, ob ich wieder mal in die Uckermark komme, er braucht Hilfe beim Holzmachen im Wald, da würde ich jetzt so ungern das 6 Plus mitnehmen. Die Gefahr, dass es dann verbiegt, sich verbiegt, ist halt doch größer. ja. So, und ob ich mir noch mal so eine kleine Handkamera anschaffe, weiß ich ehrlich gar nicht gesagt genau. Aber ich glaube eigentlich schon. Ein bisschen Bock hätte ich schon drauf, so irgendwas Kleines zu haben. Allerdings keine Videokamera in dem Sinne, sondern eher wie so eine kleine Kompakt-Fotoknipse. Und ich bin immer noch sehr begeistert begeistert von der Canon S120. Das ist eine kleine Kompaktfotoknipse, die halt auch ziemlich coole Videos rausschmeißt und audioqualitätsmäßig auch okay ist. Zumindest wenn man es so jetzt hier wie hier vor die Nase hält. Vielleicht sollte ich mir noch so einen Selfie-Stick anschaffen, wie das iPhone, aber das wäre mir ein bisschen blöde. Ja. So. Irgendwas wollte ich eigentlich noch erzählen, was wichtiger war als dieses ganze Gelaber, was ich jetzt hier irgendwie gemacht habe. Ich muss nur gucken oder aufpassen, dass ich hier nicht irgendwas auslöse. Mit der linken Hand die Kamera halten ging jetzt, weil da habe ich Handschuhe an, wie ihr gerade gesehen habt. Da löst man also nichts aus, die sind nämlich nicht touchfähig. An der rechten habe ich jetzt allerdings den Handschuh an, da muss ich aufpassen. Ja, und nur ist die Frage, was ich in diesen Videos halt immer zeige. Man hat ja, wie gesagt, hat man ja auch irgendwie schon so einen Anspruch und will irgendwas Besonderes zeigen. Und generell hat ja jeder von uns immer den Gedanken, dass man nicht so ein spannendes Leben hat, dass man einen Videoblog machen könnte oder sonst was. Weil das, was man von den anderen Leuten oder von vielen anderen Leuten sieht, so bei YouTube und so, da denkt man, die sind jeden Tag hier unterwegs und jeden Tag in einem anderen Land und hier auf einer Insel und da in der Karibik und da auf dem Berg und sonst wo.
Aber ist halt auch nicht so. Und ich habe vorhin zum Beispiel ein paar Videos gesehen von Mr. Brandon Brown, so ein YouTuber aus England, London. Ja, das, der macht das ganz, ganz unterhaltsam und ganz lustig und ist auch ganz spannend. Aber da sind auch etliche Videos dabei, wo ich mir so später gedacht habe, naja, so viel Spannendes ist jetzt auch nicht passiert. Die haben da jetzt auch nur rumgesessen und ein bisschen Musik gemacht und auf der Harmonika Musik gemacht und sind ein bisschen durch London gelaufen. Der hat irgendwas erzählt. Aber es ist jetzt auch nicht so viel Action passiert. Und dann sind aber halt immer mal Videos zwischendurch, wo ein bisschen Action ist. Und die bisschen Action zwischendurch, die kriegt jeder von uns noch hin. Und wenn nicht, dann ist auch egal. Man muss einfach nur machen. Ja. Wie hieß er denn? Sascha Lobo, das irgendwann mal gesagt hat auf der Republika. 2012, glaube ich. Ja. Also einfach machen. Und nicht immer nur denken, auch nur die anderen haben spannende Sachen zu erzählen. Und wenn es nicht spannend ist, ist es scheißegal. Und wenn es dann keiner guckt, scheißegal. Und wenn dann 25.000 Leute es gucken und alle klicken auf Scheiße, auch scheißegal. So. Außerdem stand ich in der letzten Zeit, wenn dann, immer nur hinter der Kamera. Und da fühle ich mich eigentlich auch am wohlsten. Weil ich halt richtig Spaß dran habe und nichts erzählen muss und mir nichts aus dem Hirn seiern muss, was ich dann erzählen kann. Und naja, das. Aber man muss ja ein bisschen Routine bekommen und ein bisschen Übung haben und es klappt halt auch so. Und außerdem, scheiße Mann, Video ist geil. Oh, lauter Pferde-Apple. Die möchte ich aber mit dem Pferd auch nicht durch. Gut. Ja. Ich mache jetzt erstmal Stopp. Ich glaube, ich habe alles erzählt. Wie gesagt, qualitätsmäßig hätte ich zwar eigentlich einen anderen Anspruch, aber eigentlich habe ich für diese Geschichte auch gar nicht so Bock, irgendwie so sehr viel zu schneiden. Und früher hatte ich auch im Videoblog dann so einen Vorspann noch vor und Titel mal eingeblendet und fortlaufende Zahl eingeblendet und so. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so noch machen werde oder darauf Bock habe. Mal sehen. So rum ist besseres Bild, ne? Liegt am Licht. Wie wir wissen. Gut. Ja, ob ich darauf noch Bock habe, mal sehen, keine Ahnung. Aber ich werde mal schauen und was passiert und wie sich das weiterentwickelt hier. Aber ich habe da echt wieder Bock drauf, irgendwie so täglich oder mehr oder weniger täglich in die Kamera zu quatschen und Geschichten zu erzählen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis demnächst. Wir werden uns sehen.